Seid ihr so gut, setzt euch weg und wir wollen jetzt dann heben. Geben wir eine Minute, bis alle kommen rein in den Saal. Okay. Teure Freund, ich danke euch alle für kommen auf unser jährliches Programm in Andenken von Dr. Mordechai Schächter. Und ich danke euch, ihr seid alle Helden, was ihr heute durchgebrochen, die Barrikades in die Gassen zu kommen auf der Unternehmung. Wer Mordechai Schächter ist gewesen, darf man Srov von euch nicht sagen. Nur so wie es kommen allemal zu neue Menschen, danken Gott. Und da will ich speziell begrüßen die Studenten von der Uriel Weinreich Sommerprogramm in der jüdischen Sprache, Literatur und Kultur. Ist fort kedai das zu dermonen. Mordechai Schächter, alle kennen mich Herren? Ja, Mordechai Schächter ist gewesen ein Jiddischlehrer. Ich wollte gesagt, da in Amerika der Lehrer von allen Lehrern. Welcher Jiddischlehrer von meinem Dorf hat sich nicht gelernt bei Mordechai Schächter? Er ist auch ein langjähriger Lehrer gewesen im Weinreich-Programm, wo er hat gelernt von dem Same ersten Klasse und nach dem Herr 30, Herr 36 Jahre im Weinreich-Programm. Er ist gewesen ein Jiddisch-Linguist, der Machaber von einem Lernbüchel und unzählige Artikeln wegen der jiddischen Sprache. Eine Mitarbeiter in Jiva und in der Rolle Redakteur von dem Journal Jiddische Sprache, welcher sein Talmud Moshe Herschel Glaser hat nur was aufgelebt und ihr kennt es sehen, es ist wie ein Reus von A, ein spiegelneuer Band Jiddische Sprache, ob ihr wollt es kaufen, ist $18. Und die Programm heint kommt Tage vor unter dem Patronat von die zwei, er ist euch gewesen, der Verleger von der Jiddischliga und der erste Ausführsekretär, wie euch langjährigen gewesen, der Redakteur von unserer Publikation, was heißt Affenschwell. Die Programm Heint kommt vor unter dem Patronat von die zwei Organisationen, das heißt der Jiva und die Jiddischliga, für welche er hat so lang, so getreu und so schafferisch gearbeitet. Ihr wisst, beschass planieren die Programm, hab ich reden dich mit meinem Sprache, oder Porsche trachten dich wegen dem im Kopf, das gerufen der Schächter Jontef. Bis wann ich hab sich gehabt? Was für ein Jontef? Es ist doch eine Jahrzeit, es ist ein Andenkprogramm. Aber in der Emerson ist die Unternehmung ja geworden, Amin Jontef, ein Jontef für Jiddisch. Es ist unser Ziel, euch zu bringen, die besten Redner und die besten Sänger auf der jiddischen Gas. Und das allein, meine ich, ist heint ein Stückel Jontef. Und so wie mir redet wegen Jontef, will ich begrüßen Charne Schächter, die Almone von Mordechai Schächter, was befindet sich da im Saal, eine gesunde und eine starke, lassen wir hoffen, bis 120. In seiner Arbeit und Kampf für Jiddisch hat Mordechai Schächter oft herausgehoben die Wichtigkeit von einem Jochid, the individual, nicht als er oder sie darf sich befriedigen, Nussach Amerika, nur als er oder sie kann machen einen großen Unterschied legabe dem Klau. Es ist öfter zufällig, nur fort interessant, als eine Sache von den Redners auf der jährlichen Programm in die vergangenen Jahren und heint euch, haben Tage gerät wegen äußergewöhnlicher Figuren im jüdischen Leben. Wir wollten gekonnt sagen, Helden. Lemoschel, Yitzchak Nachman Steinberg, Ber Borchow, vor Jahren Max Weinreich und heuer Emanuel Ringelblum. Mamisch einer von den same äußergewöhnlichsten, heldischsten Menschen in der modernen jüdischen Geschichte. Heuer ist meine ältere Tochter Benna,
Geforen kin Israel afa taglit, das heißt birthright, nisia. Bei einer von den Aktivitäten hat man gefragt die junge Leute, wer ist seinen sehr beliebte Jiden, their favorite Jews oder their Jewish heroes. So von den Beteiligten haben ausgerechnet, dass solche Menschen wie Jesus, mein Tate, das heißt nicht mein Tate, sehr Tate, John Stewart, Adam Sandler. Meine Tochter hat gesagt, Emmanuel Ringelblum. Ich habe sie gut erzeugen. Und keiner, viele nicht, von den Madrichim, keiner hat nicht gewusst, wer das ist. Das heißt, als wir hatten Teve zu vermischen Heldigkeit mit Berühmtkeit, with Celebrity. Und ist gut, es ist Tage sehr gut, was wir haben als Menschen, wie unser wunderlichen Lektor Heint, der Historiker Shmuel Kassow, was Arbeit gegen Asa um Wissen. Sie ist Bargerow, aber zu bisslach, meine ich, hebt man schon an zu wissen und sich zu der Wissen. Ich will jetzt verbeten Dr. Adina Zimmet, ein Mitglied von der Jiddischliga Exekutive und eine Soziologin, was hat geschrieben wegen der Mexikaner jüdischen Yeshiv und euch wegen der jüdischen Kultur Fahrenchorben und was hat nun mitgearbeitet mit Dr. Kassowen, ihm vorzustellen. Adina? Hochschätzte Gäste und teure Freunde. Es ist für mich ein Vergnügen, vorzustellen Professor Shmuel Kassow, unser Referent von dem heutigen Nachmittag. Als acht Jahren seinem vorbei sind, habe ich kennt Shmuel persönlich. Ich muss ich müde sein, ich gedenke nicht genau wann, wo und wie er soll. Es seinen aber euch als acht Jahren sind mir seinen Freund, Kollegen, und in einem gewissen Moment geworden Mitarbeiter von einem Jivo-Projekt. Shmuel ist eine bekannte Persönlichkeit in der jüdischen und akademischen Welt. Als Professor, Redner, Schreiber. Publikationen hat er auf Englisch, Jiddisch, Hebräisch und auch viel Spanisch. Und ist auch mehr andere Sprachen, was ich weiß nicht. Mit Lektionen und Referaten, was er gibt über der Welt, er ist da auch kurz zurückgekommen von Frankreich. In Mexiko ist Shmuel bekannt geworden durch sein Anteilnehmen in einer akademischen Anthologie in Form von einem doppelten Journal, was Dr. Shoshana Zimmet, meine Mutter, hat angeführt für eine Fakultät von Soziale und Politische Wissenschaft bei der Nationalen Mexikaner Universität UNAM, der wichtigsten Universität in Mexiko, mit dem Titel Gedanken wegen der Bedeutung von Churban. Durch die Ausgabe ist zum ersten Mal behandelt geworden spezifische Themen von Churban in einer mexikanischen akademischen Institution mit der Hilfe von ausgezeichneten Forschern auf die spezifischen Themen. Noch weiter, Shmuel Kassow ist gewesen der erste ausländische Professor, was hat mit Großherzloche gegeben einen zweiwöchigen Kurs auf Jiddisch in der Ibero-Universität. Der positive Abklang von seinen Lektionsreferaten ist gewesen kolossal. Alle Anteilnehmer, Talmidim und freiwillige Zuhörer, seien gewesen begeistert mit seiner Tiefkeit und Sprache. Man hat wegen dem Gerät Monaten. Man muss zugeben, als die Organisatoren haben der viel die Möglichkeit auszubreiten, ihre Programme mit solchen Kursen auf Jiddisch. Shmuel hat geöffnet ein Tier für zukünftige Exponenten, David Roskes, Yitzchok Niborski und noch andere. Sheva Zucker hat bereits mit einem Jahr zurückgegeben einen Kurs von jiddischer Literatur in derselben Universität und euch mit grosser Zloche. Das ist blieb Sofe Kapoel Joitze von Shmuels Onheib, wo die Chashives von Jiddisch ist verflochten geworden mit akademischen Limudim auf einem Universitätsniveau. Eine wichtige, unbekommene Ergreifung.
Mit danach 12 Jahren zurück habe ich verbeten, Schmuel Anteil zu nehmen in dem Erziehungsprojekt EPIC, auf welchen ich habe Schasso gearbeitet in Jivo. Ich habe bei ihm gebeten, ein poschetten Essay. Beschreib bitte dem jüdischen Leben und Kultur von der aschkenasischen Welt fahren Huben in 40 seitlich. Efter 50. Aber verständlich, mit jeder Treffung, die mir umgehat, hat mir übergegeben, wie sein Material wächst auf Heben und wie nur das Kran hat sich geöffnet, wo sein Kenntnis hat sich gegossen hat er es nicht gekannt, so leicht abstellen. Es hat sich verwandelt in ein wichtiges Lernbuch. Leider hat der begrenzte Budget unserer gezwungen, wir sollen sich abstellen und nicht drucken dem verendigten Projekt. Für seine Arbeit und Zugab zu dem ganzen Programm bin ich ihm sehr, sehr dankbar. 6 Jahre Arbeit hat Professor Kassow gewidmet dem Okosch der öffentlichen jüdischen Musee in Warsche, wo er ist gewesen und ist ein Konsultant von der Akademischen Rat und hat so geholfen, Furemen dem Inhalt von die tausendjährige jüdische Geschichte in Polen. Sein Buch Wer wird anschreiben unsere Geschichte? Wegen dem Archiv, was Emanuel Regenblum und seine Gruppe haben aufgebaut und übergelost als Zavoe in Warschewer Ghetto und Alpines teilweise sich geraten wird, ist der Produkt von einer 8-jährigen Forscharbeit. Die Themen von unserer Geschichte, wie wir wissen und wir sehen, schöpfen sich nicht aus. Neue Elemente schwimmen an uns, Fragen und Dilemmas, kontroversielle Decisions, als nötig zu teitschen und verteitschen dem Churben. Reaktions von Menschen, Aufführungen von Jechidim, Führer und viele ganze Kehiles. Uchedäume. Kassow geht zu die Perushim, was werden bearbeitet, beneid, verbreitert. Das ist die Welt, wo Professor Kassow griebelt sich und wir genießen von sein Kenntnis. Schmuel hat einen Weg gegeben und gibt einen Weg, sei mir und Arbeit auf die Themen. Die Beleunung darf sein, die größte Anerkennung für seine Schäferischkeit und Interpretation. Ich verendige meine Wörter mit ein paar Schures von Avrom Sutzkewers Poeme. Lekovet Astrune, Lekovet ihr Zither, Lekovet Abin, was ihr Honig ist bitter, nur sie's ist ihr Stoch, also ist saftig und quätig, lekovet a wiedergeborenem weitig. Wir bleiben mit unser ständiger wiedergeborener weitig. Es ist mein Kovet, überzugeben das Wort und Mikrofon, Professor Kassow. Schönen Dank, Adina, für die sehr, sehr feine Vorstellung. Ihr kennt mir alle Herren? Ja. Yeah. Und ich will euch ausdrücken, einen herzlichen Dank zu der Jiddischliga und zu Sheva Zucker für die Verbettung zu reden heute in der Akademie. In Andenk von Dr. Mordke Schächter, Sichrone Livroche. Ich glaube ich, als mein heintiger Thema ist gar ein passiger. Ich, Emanuel Ringelblum, ich, Dr. Schächter, haben sich ausgezeichnet mit sehr Übergegebenkeit zu der jüdischen Sprache, mit sehr messiresnefischtiger Arbeit für die jüdische Kultur. Beide seinen gewähnt MSF-Forscher und beide seinen gewähnt begeistert von einem höheren Ideal. Und ich stelle sich euch vor, als beide wollten gekannt sein, guter Freund, einer mit dem anderen. Es fühlt sich bei jedem, als wenn wir gedenken dem Chuben,
Geben mir ob Covid dem Andenk von die Ghetto-Kämpfe. Mir singen Partisanerlieder, mir beschreiben die Schlachten in die Ghettos und in die Wälder. Aber wir tun nicht vergessen, als Jeden haben gekämpft, nicht nur mit heißem Gewehr, aber auch mit Tint und Papier. Die Deutschen haben gemeint, als sie wollen gewinnen die Milchome und als sie wollen bestimmen, wie sie zukünftige Deure sollen gedenken, der mausgehärteten jüdischen Volk, wie ein Volk von Parasiten und Uisnitzer, ein Volk geglichen zu Schures und Umfleid. Aber Jeden in die Ghettos und in die Lagern haben beschlossen, als viele eben sie wollen umkommen, wollen sie überlassen Dokumenten, Tagbücher, Gewiesedes, als zukünftige Dere sollen keine Schreibengeschichte auf dem Smart von jüdischen und nicht deutschen Mekäuren. Ist gleich nach der Milchome, hat nun geheben zu gefinnen, rierendige Zeitkapseln, Gnises, ausgeformt von Blut und Pein. Unter die Chores von den Gaskammern in Auschwitz haben sich auch gefunden, fleischlich, angestoppt mit den Xaviaden, von den Dionym, Salmen Gradowski und Leib Langfuss, was seinen Gewinn in der Auschwitzer Sonderkommando. In der Brunnen in Lodz hat man gefunden, nach der Milchome, ein größeres Teil von dem Archiv in Lodzer Ghetto. Wie man weiß, hat Moche Tenenbaum geführt ein Archiv in Bialystoker Ghetto. In Vilna hat gearbeitet der Papierbrigade, Schmelke Kaczorginski, Avram Sutzgewer und andere, was haben sich damit abzuraten, wenn und behalten die Jocke Hamzorsen von Jivon von der Straschun-Bibliothek. Jeden der erzählt, es ist schwer zu wissen, ob das Schittake geschehen, als wenn die Deutschen haben geführt, Schimon Dubnovn auf seinen letzten Weg, hat er rausgeschrien, Jeden verschreit. Und in derselben Zeit hat sein jüngerer Kollege und Talmid, Emanuel Ringelblum, organisiert dem größten unterirdischen Archiv in ganz Europa, was hat geheißen, zu lieb Konspiratie, der Reunig-Schabes-Archiv, weil die Mitarbeiter pflegen sich treffen alle Schabes nach Mittag. 6 Tage, eider die Deutschen haben aufgedeckt sein Bunker in Dorem-Warsche, wo er sich ausbehalten, zusammen mit seinem Weib, Ben-Jochid, Ari und noch 35 Jiden. Wo ist unser Techie ja da? Nur Mele. Ich habe gemeint, dass ich weisen Bilder, aber es bekommt sich nicht. Okay. Okay. Das ist Ringelblum, sein Weib und sein Ben Jochid Juri. 6 Tage hat die Deutschen aufgedeckt sein Bunker. Das heißt, am 1. März 1944 hat Ringelblum geschickt einen chiffrierten Brief zu seinem neunten Freund und Parteichaver Adolf Bermann. Er war stark besorgt wegen dem Archiv, was man vergraben in 3 Teilen in 1942 und 1943. Und Ringelblum hat gefragt, ob die Deutschen wollen uns packen, to was wird sein mit Neunig Schabes. Und der Tage gehabt, für was mehrere zu haben. Sie sind nicht beschert gewesen, nicht dem, nicht sein Weib und Sohn, nicht seine Mitarbeiter zu der lebenden Befreiung. Von den bereits 60 Mitarbeitern von dem Neunig Schabes Kollektiv haben sich nur 3 geraten wert. Hirsch Wasser, sein Weib, Blume und die begabte Journalistin Rochel Auerbach. Und nur einer von sie, das heißt Hirsch Wasser, hat gewusst,
wummet begraben dem Archiv unter der Borchow-Schule auf Nowolipki 68 und unter dem Berster-Shop auf Schwentajerska 34. Und Wassertake ist geblieben leben Alpines. Einmal ist er Tage gesprungen von einem Waggon, wo sie gefahren kein Treblinke. Nach der Befreiung hat Wasser gehalten in ein Monat, in ein Forderen von allen jüdischen Instanzen, als man soll sehen, was Gicher zu gefinden der Moinig Schabes Archiv. Sof kol sof hat der neu aufgekommene jüdische historische Institut in Peln mit der finanziellen Stützung von jüdischen Arbeiterkomitee in Amerika zusammengestellt eine Equipe von Ingenieuren, Erdmeister und Gelernten und hat sich genommen zu der Arbeit. Aber in 1945 oder in 1946 ist das Suchen unter die Chuves von der polnischen Hauptstadt nicht gewesen von den leichtesten Sachen, von Wissen, als da ergens ist gewesen Nowolipki 68, der gewesene Borchow-Schule, wo man begraben die ersten zwei Teile von Archiv, bis wann er mir gefunden der Mord, wo der Binnen und auf viele die Gas ist gestanden, gewesen folgt mir an. Aber mit angeheben zu suchen und zu graben, gefunden genieten Experten und soft call soft, dem 18. September 1946 hat der Riedel der Tat die erste von 10 erblechene Kessler, was heint ruft man das dem ersten Teil von Ringelblum Archiv. Das ist, wenn man gefunden dem ersten Teil. Was ist begraben geworden in August 1942. Mit 4 Jahren später, das heißt im Dezember 1950, haben polnische Bauarbeiter zufällig sich angestoßen auf 2 große Milchkannen, was ist gewesen der zweite Teil von Archiv, und was das Rohr von den Dokumenten datieren von August 1942 bis Februar 1943. Und noch ein Teil, dem dritten, hat man begraben erf dem Ghetto-Aufstand unter Schwentajerska 34, wo heint gefindet sich die chinesische Ambassade in Warschau. Mehr wie etliche halbverbrennte Seiten von einem Tagbuch hat man auf dem Ort nicht gefunden. Aber mit der 10 Jahre zurück, und das glaubt sich Tage nicht, hat man gebeten bei den Chinesen, man soll zulassen, eine paar der Menschen von Israel aussuchen dem dritten Teil. Die Chinesen haben Tage Masken gewählt, aber nach einer Redezeit schwere Pratze ist man geblieben mit gar nichts. Wasser hat gesagt, als sie haben begraben a Sach mehr und a Sach Dokumenten, befragte die, was seinen gelegen in die blechene Kessler, seinen zulieb Feuchtigkeit und Wasserinnerst geschädigt geworden. Tint ist zu rinnen, hunderte Fotografien seine Nechkalie geworden. Und doch haben wir 25.000 Dokumenten und Einzeln. Was ansehe, wollte man im Ganzen nicht gekannt studieren, die Geschichte von Warschauer Ghetto, von dem jüdischen Kuckwinkel. Mit ein paar Jahren zurück ist erschienen ein Katalog, was beschreibt dem Ringelblum-Archiv. Und nur der Katalog nimmt da rein mehr wie 500 Seiten. Der Reunig-Schabes-Archiv ist nicht aufgekommen, Stammersee, in einem Vakuum. Der Archiv ist gewesen ein direkter Hemmschicht von dem peilisch-jüdischen Kulturleben von Fall der Milchome. Das Glauben in dem Schliches von der Historiker, die Anwendung von den jeweiligen Forschmethoden, die Zusammenheftung von Sammeln und Selbsthilftätigkeit, der Kampf für Jiddisch,
die Strebung auszuformen, eine moderne, weltliche jüdische Kultur, und das alles spiegelt sich ab in Ringelblums Tätigkeit in die 20er und in die 30er Jahren. Zum Bedeuren, wenn man studiert die Jugendkufe, haben wir eine gewisse Tier zu betrachten die Jiden nur wie Carbones und zu legen dem Trop auf sehr Umkunft. Und doch versehen wir seine Identität und seine Kultur von Fall der Milchome, die Werten, was haben sich ausgeführt, bemächtigt von Jahren und Eures, und was haben er sehr stark mal Spiel gewonnen auf dem Leben in die Ghettos. Ringelblum ist gewonnen eine gesellschaftliche Tour, was hat gekehrt Welten von Same Onhebe an, als man soll betrachten die Jiden in die Ghettos nicht wie passive, abhängige Carbones, nur wie ein Teil von einem aktiven und von einem schäferischen Volk. Und noch eine Sache, Yehuda Bauer hat einmal bemerkt, als auf seinen Churbenforscher Neute zu legen dem Tropf und seinem Aufmerk oder auf die Judenraten oder auf die Ghetto-Kämpfer und zu versehen dem tagtäglichen Leben von den Jiden und zu versehen die sehr gerufene zwischendige Organisationen in die Ghettos, zum Beispiel die Alleinhilfe, die Selbsthilfeorganisationen, was haben gefehlt eine breitere gesellschaftliche Tätigkeit und was seinen Gewinn eng behaften mit der jüdischen Bevölkerung. Der Oynig Schabes, was ist gewinn tief verbunden mit der Alleinhilfe in Warschauer Ghetto, mit seinem riesigen Netz von über 1000 Huiskomitäten, von öffentlichen Kirchen, von Kinderschulen. Das gibt uns eine ausgezeichnete Möglichkeit zu verstehen, den Bedeut von der breit verspreiteten gesellschaftlichen Arbeit in Ghetto, was hat da reingenommen jeden von allen Parteien, von allen Schichten und von allen Weltbenehmen. Wie eine Sache andere bewusste Historiker, Itzhak Schipper, Meyer Balaban, Raphael Mahler, Salo Baron, Philipp Friedman, hat Ringelblum gestammt von Galizien. Und es tut mir weh, Take, wie ein Balgeiver, ein Litwak, müde zu sein, als in Hilches Geschichte schreiben, haben die Galizianer allemal versteckt, die Litwakes in Arbo. Geboren ist Ringelblum in Bitschutsch, in Mizrach-Galizien, in 1900, der sehr bewusste Schreiber Shai Agnon ist gewesen sein Sakore von Mames Zad. Sein Tate gewesen ein vermeglicher Tvorsäucher. Die Mame ist ihm gestorben, wenn er gewesen 12 Jahre alt. In Zeit von der Ersten Weltmilchome mit dem Spoch entlaufen von der russischen Armee und sich besetzt in Neissans, in Meirev Galizien. Dort hat sich Ringelblum bekannt, mit seinem Leben lang in Chaver Raphael Mahler und in Gichen ist er geworden tätig in der linken Polizeibewegung. In 1919 zieht er sich herüber kein Warsche und von damals an hebt sich eine neue Kufe in Ringelblums Leben, eine Kufe von übergegebener Arbeit für die linke Polizei, gepaart mit intensiver historischer Forscharbeit. Er bekommt sein Doktorat von Warschauer Universität und gibt daraus wogige historische Forschungen wegen der Geschichte von den Warschauer Jiden, wegen der jüdisch-pelischen Beziehungen in dem 18. Jahrhundert, wegen der Entwicklung von der jüdischen sozialen Medizin und so weiter. Er wird einer von den führenden Persönlichkeiten in der historischen Sektion von dem IWO. Er trassene mit Yehudis Kotler, ein Lehrer in die Zischer Schulen und in 1930 geboren sei er Ben Jochid Uri. Gedei auszuhalten die Mischproche, wird er ein Lehrer von Geschichte in jüdischer Mittelschulen. Das heißt, dass er hat in ganzen Zeit, alle Tag, zu arbeiten in die Archiven, weil er sei sehr vernommen mit der Parnasse. Und der Frage, ich habe schon gesagt, als Ringelblum hat mich schon geliebt gehabt, sein Sonnele.
und erfleckt von dem Alamo Quellen. Ich gedenke, mit der Sachjahr zurück in Queens habe ich sich getroffen mit seiner gewesenen Studentke von der Gymnasie Yehudia, wo die Lernsprache gewesen Pelisch. Sie hat mir erzählt, dass die Studentke meistens zu pieschete Mädchen von vermeglichen Mispoches pflegen Liebhaben zu machen Häusig von seiner Lehrer, was oftmals pflegt er einleifen in Klasse, ein bisschen zu rudert, ein bisschen vertracht, ein bisschen zu mischen. Es pflegt es einmal treffen, als wenn sie haben gewollt ablegen, ein Examen auf ein paar Tage, pflegt man abmachen. Als ein Studentke pflegt ein Frekton bei Ringelblumen, leere Ringelblumen. Was hält sich etwas mit eurer Sonnele? Schön lang haben wir wegen dem nicht gehört. Ist mehr hat nicht gedacht. Er hat gleich ein Riss genommen, sein Teister von Keschene, gewissen Bilder, angeheben Quellen von Juri Suftuen und Meiles, bis der Glock ist geklungen und dem Examen versteht sich, hat man angelegt. Ringelblum, ich gewinne ein Mensch, was fällt er mir kommen, ist er gewinnt tätig in verschiedenen Gebieten von der pelisch-jüdischen Gesellschaftlichkeit. Erstens ist er gewesen der Emissarführer von dem Jiva-Obterfer-Geschichte in Perl. Von Samaon Heibon von 1925 hat sich Ringelblum hereingeworfen in der Arbeit von Jiva und er gewesen einer von seinen übergegebensten Tour. Zweitens hat Ringelblum vernommen an ungesehenen Ort in der Hilfstätigkeit von der Joint Distribution Committee. Anhebendig in 1930 hat Yitzhak Gutermann, der Direktor von Joint, ihn beschäftigt wie ein Redakteur von heute Journal Volkshilfe und ihm gebeten, Echet zu vernehmen sich mit der riesigen Netz von Gemilles Kressetkasses, was der Joint hat organisiert in Peel. Die Kasses pflegen verteilen halbwohes an Prozent zu verarmten Jiden in die Städte. In Anfang hat Ringelblum vernommen eine zweitrangige Stelle in Joint, aber zu bislang hat er sich aufgearbeitet und zusammen mit Gittermannen hat er gehabt einen direkten Anteil in dem schweren Kampf, was die pelische Jiden haben geführt in die 30er Jahren gegen den ökonomischen Antisemitismus. Zusammen mit Gittermannen fliegt er herumfahren über kleine Städte, besuchen jeden noch ein paar Gramm, helfen sie kommen zu sich und zu stellen sich noch einmal auf die Füße. Die Kasses haben sich geführt auf gesellschaftliche Gesäudes. Eine Hälfte von Kapital geliefert der Joint, aber eine Hälfte hat gemusst kommen von der ortigen jüdischen Bevölkerung. Die Kavone ist gewesen, als die Jiden sollen sich betrachten wie gleichberechtigte Schutwim, und nicht wie Schnorrers. Und trotzdem, was in Jiddisch spielen, seien die politische und ideologische Machleikesen gewähnt an ernster Manier, zu welcher sie zusammenarbeitet, hat doch der Joint gezwungen, die ortige Jiden zu machen, ja daches in die Kasses und zu arbeiten zusammen. Welf mit Schäferlech, Bundisten mit Agudenikes, pflegen Schützen zusammen und arbeiten Leteuwes dem Klau. Auf Ringelblumen hat es auch stark gewirkt. Er hat eingesehen die Wichtigkeit von Alleinhilfe, dem moralischen Bateit, von nicht lassen sich einbrechen unter die schwere Klappe. Die Lehre hat er hereingenommen mit sich in Warschauer Ghetto, wo die Alleinhilfe hat vereinigt von allen Richtungen und wo fromme und weltliche Jiden haben gearbeitet zusammen. In 1938 ist vorgekommen ein Wendepunkt in Ringelblums Leben, eine Überlebung, was hat übergelassen tiefe Spuren.
In Oktober haben die Deutschen plötzlich rausgeworfen 17.000 Juden von Deutschland, heißt Juden mit polnischer Pässe. Rutscher sagt, von sie seien geboren geworden in Deutschland. Arrestiert hat man sie mitten der Nacht, wie sie stehen in Gehen, geführt in Maßhäutes zum Grenitz und sei mamisch rausgeworfen. Geblieben seien sie stecken in der Streffe zwischen die polnischen und die deutschen Posten. In Gichen haben sie die Poljaken reingelassen in den Grenzpass Basbonschin. Und der Joint hat geschickt, Ringelblumen aufzustellen für sein Lager. Er hat organisiert Kirchen, Post, juridische Hilfe. Er hat gestrebt, einzupflanzen ein bisschen Mut und Optimismus in die verjährten Menschen. Er hat technisch vergessen zu organisieren Klassen in Jiddisch. Gespielt hat er, als er sagt, von die Jiden suchen jetzt einen moralischen Anspar, lachsen nach einem jüdischen Wort. Zu Sponschen hat er verbeten, jüdische Akteuren, sie sollen spielen für die Gäulen. Sponschen hat gemacht einen starken Roschem auf Ringelblumen. Weil erstens hat er sich bewusst, dass er ist ein erstrangiger Organisator. Und andere haben ihm dafür hoch angeschätzt. Sein Onsen in Joint ist gicht gestiegen und in Onheb von der Melchome, wenn Srov Minion von der jüdischen Elite in Warsche sein Tropfen kein Misrach, ist Ringelblum geworden einer von die, was haben organisiert, der allein hier von Warsche war Ghetto. Drittens ist Ringelblum gewesen ein übergegebener Tour von der linken Polizei. A Partei, was hat zusammengebunden, I-Zionism, ich stütze für den Rattenverband. Er hat das Sachjahr angeführt mit der Gesellschaft Ovenkursen für Arbeiter und er ist gewesen ein oftes Mitarbeiter in der Parteipresse. In der Kurve zwischen den beiden Weltmilchommes ist die linke Polizien gewesen an Oreme Partei, der Bund, vielleicht Bakumen Stütze von Amerika. Die rechte Polizeium hat gehabt einen gewissen Anspar in Palästina, Histadrut. Aber die linke Polizeium ist gewesen eine Partei, was hat sich gedacht verlassen, nur auf der Übergegebenheit und Messias Nefesh von solchen Gestalten wie Emanuel Ringelblum. Ringelblum hat vergettert per Borucho, der geistige Wegweiser von der Bewegung. Man erzählt, dass einmal hat er sich ein bisschen verspätet zur Borchow Akademie. Die Tieren seien schön gewesen, angeschlossen von Drüssen und mehr keinem hat man nicht da reingelassen. Ringelblum hat erfunden, hat Greis, sagt man Snäffisch, und er hat sich vor sein Verspätigen allein bestraft. In einer frostigen Winternacht hat er auf der Gasse herumspaziert bis zum Sof von der Jahrzeitfeierung und er hat sich stark verkühlt. Ich habe verspätigt, hat er erklärt mit Verdruss, will ich heute auf dem rufen bei Ehrenborchows Andenk, a viele, wenn ich soll sich dabei verkühlen. Das ist ein Zitat. In was ist bestanden Borchows Haspor auf Emanuel Ringelblum? Versteht sich als die Synthese zwischen Zionismus und Marxismus von Revolution, National und Pathos hat gespielt eine gewisse Rolle, aber in der untersten Schule meine ich, als Kedem Kohl darf man gedenken Borchows Stellung zu Jiddisch und zu der Rolle von der jiddischen Kultur in der politischen Entwicklung von jüdischen Massen. Und das hat stark bewirkt Ringelblum seine Mamin. In dem linken polizionistischen Nussach von Borchowism, was Lemann Ha-Emes ist es gewesen, ein bisschen verkrimmt, aber heint ist nicht die Zeit, da reinzulassen, sich in das Thema. In dem Nussach hat man nicht getort erlassen, zu welcher es ist Mechitze, zwischen dem Yeshev in Eretz Yisrael und den jüdischen Massen in Goles. Nicht getort der Losen, als in Eretz Yisrael soll sich entwickeln, ein Hecherkeitskomplex, legabe die jüdische Arbeiter in Warsche oder in Lodz. Der Fahr ist die linke Polizei gewähnt stark jüdischistisch,
weil jüdische Gewände garantiert, der Kneikoid im Lamasse, als der da und der dorten werden sich zusammenheften und bewirken einem dem anderen. Und noch eine Sache, der, was hat lieb die jüdische Massen, muss echt lieb haben die Sprache von den Massen. Und der Pfarrer ist Ringelblum geworden von Samon Heibon, ein heißer jüdischer, ein verbrennter Kämpfer gegen der Assimilation. In Warschauer Ghetto hat er sich hereingeworfen, was mehr in dem Kampf für Jiddisch. Zusammen mit Menachem Linder und anderen im Ghetto hat er geschaffen den ICOR, die jiddische Kulturorganisation Warschauer Ghetto. Ausnutzendig die breite Netz von Huiskomitäten, was Ringelblum allein hat geholfen zu organisieren, hat die ICOR geführt an aktionistischen Kampf für Jiddisch in die Häf, in die Theater, sondern viele in der Arbeit von Judenrat. Die Lehre von Baruch Avisen, was hat gelegt dem Trop auf der Masse gerufenen nicht normale ökonomische Struktur von den Jiden in die Golasländer, die kläumischte Hebsiebe, für was die Jiden haben sich erhalten wie ein besonderer Volk, hat stimuliert eine große Verinteressierung. Wir können sagen, dass das hat gezwungen eine Verinteressierung in der jüdischen Geschichte. Und Ringelblum ist geworden, Beschassmeister, ein jüdischer Historiker. In 1923 hat Ringelblum zusammen mit Raphael Mahler organisiert den Junger Historikerkreis. Der Kreis, was vielleicht sich treffen, einmal achedisch, hat sich angehalten bis 1939. In ihm haben Anteil genommen Arthur Eisenbach, Schier Trunk, Josef Kermisch, Philipp Friedman und andere. Mahler mit Ringelblum Stütze hat angeheben, auszuführen, eine bolschewistische Schitte, was soll von einer Seite ermahnen die Kommunisten, als Marxisten tun nicht abpattern, die jüdische Kultur und die berechtigte Bedürfnisse von den jüdischen Massen. Und von der zweiten Seite hat er zusammen mit Emanuel Ringelblum gewollt verwandeln, die Lehre von der Geschichte, in Anspar für die jüdische weltliche Kultur. Sein Journal Junger Historiker ist erschienen in Jiddisch. Das ist der erste historische Journal, was ist geschrieben in Jiddisch. Und sie haben breit propagandiert, Sammlerkreisen, Landkenntnis, Einreden Jiden von einem ganzen Jahr, zu schreiben die Geschichte von seiner Städtler, fotografieren Altertümlichkeiten, nehmen dem Stecken in Hand und spreisen über Berg und Tal, schiffeln in Kajaken über die Pelische Teichen, geben zu wissen und zu der Monne, als Jiden seinen Gaul nicht kein Fremde und Zugekommene, nur Lehepex, sie seien eingefunden, wird in Pelen, geknippt und gebunden mit dem pelischen Land, mit der pelischen Natur. Der Historikerkreis ist aufgekommen, kurz nach dem Chies Hamesim von der pelischen Meluche. Die jüdische Gesellschaft hat sich stark verinteressiert in der Geschichte, geschlungen Romanen wie Opetoschus in pelische Wälder, Asches Kiddush Hashem, Balaban und Schipper pflegen oft schreiben für die jüdische Tagszeitungen auf historische Themen. Klappe Chutz, seinen jüdischen Historiker, gewann berufen zu verteidigen dem Volk in einem schweren Kampf gegen den Antisemitismus, gegen die Reihe von pelischen Historiker, als Jiden haben untergegraben, die pelische Meluche, und als Jiden seinen fremde Uisnitzer und Exploratoren. Klappe Ponim haben Historiker gehabt, die in die ideologische Streiten, was haben sie aufgerudert, dem pelischen Jidentum. Goles zu Israel, Religie oder Weltlichkeit, Jiddisch oder Hebräisch, Klal Israel oder Klassenkampf. Junge Historiker wie Ringelblum haben eingesandt, als er viele Forscharbeiten wegen dem 16. und 17. Jahrhundert seinen in die Umständen aktuell und sappeldig. Le Moschel ist der Wad Arba Arzos gewesen als Symbol von jüdischer Achtes, an Onsperr von Kium Ha'ume,
von Existenz von Volk. Sie ist es gewesen ein Mittel von sozialer Unterdrückung, wo die Tekifim und die Rabbonim haben beavelt die Massen. Lehepech zu der angenommenen Tradition hat Ringelblum, Punkt wie es auch andere Historiker gehalten, als die historische Forschung darf herumnehmen alle Aspekte von dem jüdischen Leben. Das Leben von Amcha, die Geschichte von sozialen Kämpfen in der jüdischen Gesellschaft, die Rolle von der jüdischen Früh. Historiker müssen sich hervornehmen mit Steiger und mit Folklore, geben ein allseitiges Bild von dem Volksleben. Yitzhak Schipper, Ringelblums Lehrer, hat betont, und ich zitiere, Bekitzer, wir kennen den schabestigen Jiden mit dem Neshama Yesere. Sie schien Zeit zu bekennen sich mit der Geschichte von die wochendige Tag und wochendige Gedanken und zu gehen suchen Licht in der Geschichte von der jüdischen Arbeit, von dem Jid von einem ganzen Jahr. Aber, so Zitat, aber dazu muss man haben unter der Hand die gehörige Mekeuren. Und das heißt sammeln und aufstellen Archiven. Und das Gebot von Sammeln ist geworden der Winkelstein von der modernen jüdischen Historiografie in Mizrach-Europa, von dem Jivo und von dem Moinek Schabes. Schon in 1891 hat Shimon Dubnow gefordert, dass die jüdische Intelligenz auch schaffen, historische Gesellschaften, was fallen sammeln und abhicken wichtige historische Material. Wenn die Jiden wollten gewähren am Meluche-Volk, wollte Regierung sein zu schaffen Archiven, was wollten zunuft gesammelt, neues gesedert, die wichtigen Dokumenten. Aber so wie bei Jiden ist das nicht da, ist nicht da keiner, was wird sich sorgen für Dokumenten und Archiven. Und in dem liegt da größer Gefahr, als das Volk, Leute Dubnoven, wird werden angerissen von seiner Vergangenheit. Soll der zukünftige Historiker seinen ganzen angewiesen auf offizielle Kasione Dokumenten, was spiegeln ob die antisemitische Politik von der Regierung. Sie wollen die Jiden als kommende Deures, werden sich davon verlassen auf goyische Mekorim. I Dubnow, I Anski, I Peretz haben untergestrochen, als in Sammeln liegt der wichtige nationale Schliches. Eben will der Weisen, als die Jiden seinen Erfolg, was ist berechtigt, aufzumachen, Jäuscher und Gleichberechtigung, darf man ausforschen die jüdische Geschichte von innen wenig. Man darf sich abgeben, nicht nur mit den Elites, mit den Pnei, mit den Rabbonim und den Gewirren, die sitzen bei Mizrach, beim Mizrach-Wand. Man darf echt sehen, zu beleuchten und zu veröffentlichen, das Leben von den breiten Schichten. Eben will als von Jargon, soll wären Jiddisch, als Fall der Volkssprache, soll man haben abschreien der Herz, darf man anplecken die machiedige Rolle, was Jiddisch hat gespielt, durch Deures in dem tagtäglichen Leben von den Massen, aufzulegen die Säudes von einer keuleldigen Geschichte, von einer Volksgeschichte, darf man schaffen eine Massenbewegung, eine Volksbewegung, was soll zu Hilfe kommen, die Historiker, durch Sammeln, Dokumenten, Schemes, Folklore, Pinkesim und verschiedene Chwezim. Und das ist, versteht sich, geworden Ringelblums wissenschaftlicher Anima Amin. Ringelblum hat allemal verbunden die Lehre von Geschichte mit aktuellen Problemen. Er hat gewiesen in seinen Forschungen, als die peilische Jiden in der alten peilischen Meluche Lehepech zu den antisemitischen Bilbulim haben schwer gearbeitet und nicht nur gehandelt. Als kein chinesischer Wand hat nicht dargestellt jeden von Poliaken, als jeden seinen keinmal nicht gewähnt, kein hegemone Masse, nur zu teilt in Klassen und in Schichten. In August 1939, Erb der Zweiten Weltmilchome, hat sich gefunden in der Schweiz bei der zionistischen Weltkongress. Hat gekonnt Eule sein, kein Eretz Israel, und doch hat beschlossen, umzukehren sich in Warschau.
Wenn er ist zurückgekommen, hat er gesehen, als das rohwiedische Führer seinen Schein entlaufen kein Misrach. Und er hat sich hereingeworfen in der gesellschaftliche Arbeit und gelegt die Säudes von Neunig Schabes Archiv. Das Sammlenmaterial von Neunig Schabes Archiv in Warschauer Ghetto ist gewann eng verbunden mit der Alleinhilftätigkeit. In die Plätimpunkten und in die öffentlichen Kirchen, in die Huiskomiteen haben die Mitarbeiter von der Neunig Schabes gekannt bekommen, als schlau gewesen, es sehen und sich reines. In sein Tagbuch vielleicht Ringelblum notieren, und das, was er hat gehört, und vielleicht machen gewisse Sachen kaum. Sein Ziel gewesen, anzuwenden die Forschmethoden von Najivo, einpflanzen in die Ghetto jeden Mut und Betochen. Zu sammeln, was mehr Materialien und Dokumenten, was wollen kennen, zu Hilfe kommen, Historiker nach der Milchome. Es ist sehr wichtig zu gedenken, dass Ringelblum hat sich damit ausgezeichnet mit seinem tief eingewurzelten Optimismus. Wie ein Marxist hat er nicht gekannt, glauben, als die Deutschen wollen kennen, ausschächten, ein ganz Volk. Und bis dem Anheb von Ausrottung 1942 hat er geglaubt, er muss schleimen, als das Rovminien von den Pelischen Jiden wollen überleben. Der Pfarrer ist ein Blick gewinnt zu der Zukunft. Gewollt hat er ausnutzen, die Erfahrungen von der Mechome, die zu schaffen, neue Jesuides für ein Volk in der noch Mechome, die geht Kurve, zu greifen, wie man sagt auf Englisch, a usable past, a nützlichen Over, was wir dienen wie ein geistiger Anspar für die pelische Jiden. Was für ein nützlichen Over hat er gehabt, bei der auszuführen, zu unterstreichen, was er hat gerufen, das stille Heldentum von dem jüdischen Massenmensch, der machtschonestigen Kampf, was die pelische Jiden haben geführt für seinen menschlichen Covid. Ringelblum hat nicht herausgelassen, kein ein Aspekt von dem jüdischen Leben. Er hat nicht verschönert dem MS und dazu kämen der Finnen im Archiv als Sachmaterial wegen Korruption, Demoralisation, der jüdische Polizei, Mitarbeit mit den Deutschen. Ringelblum hat gewusst, dass in der untersten Schure, wenn zukünftige Historiker haben Zutritt zum Archiv nur jammelt, wenn sie wollen sich kennen verlassen auf seine Objektivität. Aber zurückgeschmust ist es nicht von den leichtesten Sachen, zu hitten eine rein wissenschaftliche Stellung, wenn man setzt sich zu, wie ein ganz Volk geht unter. Wie ein Historiker hat Ringelblum gleich eingesehen, als in die chaotischen Milchome-Bedingungen ist sehr wichtig zu verschreiben, als auf der heißen Minute, weil die später die Gseres können im Ganzen verschütten dem Socher von den heiligen Leiden. Und später hat Ringelblum vorausgesehen, die Gefahr, als nach der Milchome wird man betrachten, die umgekommenen Jiden nur wie Kadoschim, wie Martyrer, und vergessen, was sie sein gewesen von vor der Milchome. Wie ich habe gesagt, hat Ringelblum reingezogen, mehr wie 60 Mitarbeiter in dem Archiv, Kommunisten wie Yehuda Feld, Rabbonim wie Harav Shimon Huberbaum, Zionisten, Bundisten. Bemäßig von 3 Jahren hat der Archiv gesammelt, der Schlau von Dokumenten, Tagbücher, Belletristik, alles, was er dargespiegelt, die grausame Wirklichkeit von der Nazi-Okkupation. Und ich zitiere, was Ringelblum allein hat geschrieben wegen dem Kollektiv. Die Mitarbeiter von Neunig Schabes haben gebildet und bilden heute eine einheitliche Körperschaft, behäucht von einem Geist, durchgedrungen mit einer Idee. Neunig Schabes ist nicht keine Vereinigung von Wissenschaftlern, was konkurrieren sich einer mit dem Zweiten und bekämpfen sich gegenseitig. Neunig Schabes ist eine einheitliche Körperschaft, eine Bruderschaft, wo alle helfen sich heraus gegenseitig und streben zu demselben Ziel. Der Archiv hat sich gestellt verschiedene Ziele. Der erste Ziel ist gewesen, Posche zu sammeln. Ringelblum hat geheißen sammeln, die Hilles von Zuckerkäs, Theateraffischen, Tramwaibilletten, die Speiskarten von den teuren Restauranten in Ghetto,
zu stellen eine Sammlung von Stegen, von der materiellen Geschichte, von dem täglichen Leben. In 1941 hat der Reinig Schabes beschlossen, unterzunehmen eine riesige Forschung von der sozialen Geschichte von den pelischen Jiden unter der Okkupation. Eine Forscharbeit, was ist bestanden von 80 besonderen Themen. Frühe, Kinder, Korruption, jüdische Polizei, pelisch-jüdische Beziehungen, religiöse Leben, und so weiter. Jeder Thema hat gehabt eine Memune, was er zu Nuf gestellt, Richtlinien, Fragebögen, planiert Interviewen und Forschmaterial. Sof hat der Einig Schabes planiert ein Buch von 1600 Seiten. Die Arbeit ist gewesen in vollen Brenn. Wenn am 22. Juli 1942 hat sich angeheben die Liquidation von Ghetto. Die letzte Woche Juli hat Ringelblum geheißen, alle Mitarbeiter in der Forscharbeit abzugeben, seine nicht geendigte Skizzen, Notizen und Essays. Und das ist alles begraben geworden, dem 3. August 1942 in die blechene Kasten. Wenn der Massenmord hat sich angeheben, hat der Einig Schabes genommen Kleiben gewiss Edes von verschiedenen Städten und Städtlich. Der Archiv hat verschrieben, was Edes haben erzählt, was sein Entlaufen von Kalmner und Treblinka. In 1942 hat der Einig Schabes ein Ruiz geschickt mit der Hilfe von der pelischen unterirdischen Bewegung in London, 4 potemdige Reporten wegen dem Huben, wegen Treblinka, wegen Kellner, wegen Sobibor. Alle seien ergangen zu London und zu Washington. Dem 26. Juni 1942, nachdem wie der englische Radio geht über, als 700.000 Jiden seien schön umgekommen in Peln, der Seth Ringelblum als die erste Materialien seien schon Tage angekommen in London, weil der Ziffer 700.000 hat er bemerkt in seiner Meldung zu London. Und jemals schreibt er, und ich zitiere, unser Messias Nefesh und Leben in gesederdigen Pachet ist nicht gewesen umsiehst. Wir haben gegeben dem Säune a Klapp. Mit der Portek später drückt durchs Ringelblum die Hoffnung. Und jetzt sieht man, dass er ist doch geblieben ein Marxist, ein Idealist. Er drückt uns die Hoffnung, als Efscher wird das deutsche Volk allein zwingen Hitler abzustellen die Vernichtung von den Juden. Der Agav, er hat nicht gekannt vergessen, als Millionen Deutschen haben nicht lang zurückgestimmt für die Kommunisten und für die Sozialisten. Und wie ein Marxist hat er noch gehofft, als der deutsche Arbeiterklasse wird durchsagen sein Wort. Und ich zitiere, der Okkupant hat mehr als die deutsche Bevölkerung, viele die deutsche Söldner sollen wissen wegen des Schrittes von Jiden, darüber bemitmen sich, als das Haugen in Jiden so vollkommen in Geheim. Ein bisschen später hat er geändert seine Meinung. Aber zu bislang wird er mehr pessimistisch. Und ich habe nicht genug Zeit, dass ich rübergehe zu meinen Maskones. Die Deutschen haben geschickt Ringelblumen in Lager Travniki. Und am 4. Tag von Ghetto Aufstand. In August ist es gelungen zu entlaufen von dort und hat sich ausbehalten in einem Bunker in Dorm-Walsche zusammen mit seinem Frui und mit noch 30 Jiden. Dort hat er geschrieben sein letztes Werk wegen der jüdisch-pelischen Beziehungen in Zeit von der Milchome. Das ist sein Meisterwerk und er hat geschrieben mit Gefühlen von Achreis und Pachet. Er hat mehrere gehabt, als er ist der letzte jüdische Historiker, was ist geblieben, leben in Peln, und er hat gewusst, als noch ein Massenmord von den pelischen Jiden, muss er sich bemühen zu schreiben, nicht wie ein Korben, nur wie ein objektiver Historiker, Le Mann HMS, Le Mann der Zukunft.
und der Pfarrer vergleicht sich Ringelblum der Marxist, er vergleicht sich allein zu einem Säufer, was schreibt der Säufer Teure. Und ich zitiere, wenn ein Säufer tritt zu überzuschreiben die Teure, muss er in Heske mit den religiösen Vorschriften gehen in Mikwe und sich abreinigen von aller Sünde und Schmutz. Der Säufer nimmt in Hand rein die Feder mit Herzklappenisch, weil der Glanz der Toast beim Überschreiben ist all kalt zu machen, das ganze Werk. Punkt mit der Sagefühl von Pachet bin ich zugetreten zu der Arbeit unter eben angegebenem Titel. Ich schreibe die dosige Schures in einem Bunker auf der arischer Seite. Zweimal habe ich zu verdanken mein Leben in der Itziger Milchome, der Hilfe von Poljaken. Mein Person ist ein konkreter Beweis, als die Feststellung von gewissen jüdischen Kreisen, als die ganze polnische Bevölkerung, so haben gefreit von der Vernichtung von den polnischen Jüden, ist weit von Nemes. Von der zweiten Seite kennen die polnischen Kreisen sich gefühlen getroffen mit meinen Ausführungen. Als Polen ist in Hinsicht von Ratewen Jiden nicht gestanden auf derselben Höhe wie in meiner Europa. Der polnische Faschismus, verbunden mit Antisemitismus, hat beherrscht die Mehrheit von der polnischen Gesellschaft. Am 1. März 1944 hat Ringelblum zusammen mit Adolf Berman geschrieben einen Brief zum Iwo in Amerika wegen der Kulturarbeit im Ghetto. Wir haben gewollt leben mit Werde, haben sie geschrieben, und sterben mit Werde. Seid wissen, als die letzte beim Leben gebliebene Tour sein gewinnt getreu, die Idealen, die Idealen von unserer jüdischen Kultur. Mit 5 Tagen später hat man gemassert den Bunker und Ringelblum mit seinem Weib, seinem Sohn und noch 34 Jiden zusammen mit 2 Poljaken, was haben sich angeführt mit dem Bunker, seien gefüllt geworden in Turme in Pawiak. In seinem Buch Finstere Nacht in Pawiak geht über Jechiel Hurscheid, und ich zitiere, in Twisse hat er sich stark gesorgt wegen seinem Weib und Sohn. Ihm hat man sich damit zu raten, durch Reinnehmen ihm in eine von den Turme war Staaten. Er hat aber nicht gewollt Makriv sein, die mit Sprachen bleiben leben. Ich will besser gehen auf Kiddush Hashem mit See, hat er gesagt. Aber was ist er schuldig, der Kleine, mein Sohn, Juri? Zu Libem weckt mir stark das Herz. Die Gestapo hat ihn stark gepeinigt, aber er hat sich nicht eingebrochen. In Gichen ist er, sein Frui, sein Ben Jochid, mit den Jiden vom Bunker und mit 2 Poljaken seine Alte erschossen geworden. Dem 10. März 1944. Und als er ist umgekommen, einer von den lichtigsten Gestalten von dem mesoeuropäischen Jidentum, Kovet sein Andenk. Schönen Dank. Okay. Wow. Dank, Sam. Wer es lehnt dem Vorwärts und euch dem englischen Forward, hat sicher letztens bemerkt, schreiben wegen Anaiponim und Anaikol in der Welt von jiddischer Musik, was spezialisiert sich in dem Repertoire von Cedar Belarski. Und das ist unser heintiger Singer Anthony Mordechai Russell. Wenn man der Huffington Post hat angerufen, the new voice of Yiddish song, das neue Kol von jiddischen Lied. Russell kommt zu dem jiddischen Lied durch Opera, was er hat die letzten 15 Jahre gesungen, der Iker in San Francisco und in New York. Sein Weg zu dem Repertoire von Cedar Belarski, einem von den bekanntesten Singers von dem jiddischen Kunstlied, ist ein interessanter und vor ihm ein natürlicher. Wie er erzählt auf YouTube, ist er ein Ger und er hat gesucht,
a way to unite his beliefs and his passions, an Öfen zu verbinden, das in welchen glaubt mit sein Passie. Und das hat ihm geführt zu Jiddisch und zu dem Repertoire von Sidor Belarski. Und nur bemächtigt dem vergangenen Jahr ist schon aufgetreten in New York, in Manhattan, in JCC, in Symphony Space, beim Ashkenaz Festival in Toronto und heint zu unserem Masel für uns da im Center für jüdische Geschichte. Wird begleitet auf der Piano von Alexander Rubinstein, ein Musiker ausgeschult in die Konservatorien von gewesenem Sowjetenverband in Umen und Moskau, hin wie ein Pianist und hin wie ein Doktor von Musik. Hat gewonnen Sachkonkurrenzen in Europa. Und da in New York ist aufgetreten in Konzerten bei den Vereinigten Völkern, euch in Bergstein Piano Center in New York. Und ist jetzt, wohnt da jetzt in New York und ist der musikalische Direktor und Hauptbegleiter von der Musikstudie für Kinder in New York. So, Anthony and Alexander, kommt darauf. Guten Morgen. Ich heiße Anthony Mordechitz von Rassel und seid mir ein Meuchel, ich kann nicht reden ganz gut Jiddisch, so I'm afraid I'm the rest of what I'm going to be saying as opposed to singing will be in English. I grew up hearing Yiddish in the home. Unfortunately, it was on account of listening to episodes of The Nanny. One of the existential horrors of the Holocaust was the organized and systematic effort to erase the history and culture of the Jewish people, an effort against which Emanuel Ringelblum stood in resistance. It also had the effect of eroding belief and faith, not just the mere belief in the divine, but the ability to have faith and trust in humanity itself. In the setting of the poem Atfile, Nechama Janich expresses this erosion of belief by writing, "It is difficult to live when one's eyes are completely open, no longer knowing what to believe, no longer having hope. Give me back the ability to believe," Janich implores, "and I will ask for nothing more." Was nicht mehr.
Adank. There is something about the quality of geographical separation of a certain kind of golos. I would say once the image of the beloved is set in the mind, and more carefully in the heart, it is difficult to deface it. Looming as large as it does in the emotional imagination, in this song, the beloved is Bessarabia. The words recount, I've heard so many songs and I've grown tired of them all. There's only one song that remains with me and I will never forget it. Oh, the fields of Bessarabia, land of wine and land of sorrow. When I think upon your valleys, I weep and I mourn. Yeah.
von euch, was haben gekannt Dr. Schächter, weißt, als er hat gehalten, als Jiddisch darf mithalten mit den modernen Zeiten, hein in schaffen neue Wörter, als man so sich kennen ausdrücken auf Jiddisch, legabe die same heinzeitigste Themes und hein in der Technologie. Schon nicht kein junger Mensch hat er sich gelernt nützen dem Computer. Eine von die der Erscheinungen, was er hat nicht erlebt zu sehen, ist Facebook. Die jüdische Liga ist jetzt auf Facebook. Ich will euch alle mal lassen wissen. Wer von euch hat uns schon gesehen auf Facebook und hat schon gelost wissen, als mir gefallen euch, that you like us? Ist eine von den Sachen, ein Dank, was kann euch interessieren, ist eine Rubrik, was wir führen, was Gitel Schächter-Wischfenat führt an mit dem, was heißt Wörter von der Woche. Jede Woche stellen wir interessante Wörter wegen einer gewissen Thema. Eine Sache von sich genommen von dem neuen englisch-jüdischen Wörterbuch, was Mordechai Schächter hat angehoben und was die jüdische Liga halt in Verwendung. Die Wörter sind in Bederch Klau zugepasst zu den Geschehnissen von den Neues. Die Woche, zum Beispiel, könnt ihr sich auslernen, allerlei Wörter, was haben zu tun mit selbminnige Hasenes und andere Sachen verbunden mit dem Parade und was sie geschehen die Woche in Amerika. Ist Gitter Cook auf Facebook? Und ob es gefällt euch, stützt die Jiddische Liga und dem Projekt und dem Wörterbuch-Projekt. Jetzt habe ich dem Koyach vorzustellen Gelle Fischmann. Gelle ist eine langjährige Lehrerin in die jiddisch-weltliche Schulen gewesen, auf allen Niveaus, und hat euch gelernt, die jiddische Sprache und Literatur in Yeshiva-Universität und in Stern College in New York. Sie ist euch ein Poet, was hat herausgegeben sehr auf feinem Band Lieder, was heißt In Stille Schauen. Sie ist die Verlegerin von dem Archiv von den jüdisch-weltlichen Schulen in Stanford Universität, was sammelt zu neu, katalogiert und verspreit die Materialien geschaffen, bemäßigt die Deures in die Schulen. Sie und ihr Mann, Dr. Schickel Fischmann, haben drei Sinn, wenn sie haben der Zeugen in einer traditioneller jiddisch redendicker Heim. Und da kommen wir zum Iker für uns heint, meine ich. Die Fischmanns haben verstanden, als mechanisch erziehen jiddisch redendicke Kinder in der Cholel und zusammen mit zwei anderen Mischbaches, die Gottesmanns und die Schächters, haben sie aufgestellt eine jiddisch Zwiebel in Bronx. Ich weiß nicht Punkt, wegen was sie wird reden, aber ich bin sicher, als sie wird anrühren, die Themen zwischen anderen. Ist Gelle? Wir verbeten euch. Meine teure Freund, es ist von mir ein großer Covid. Sie kennen euch werden. Ich will sich ein bisschen modne und unsicher zu retten zu euch, nachdem, wie ich habe gehört, dem prächtigen Referat. Und wie ich habe gehört, das Gesang, was hat mich der Mund, wie Sidla Belaski allein hat gesungen, jene Lieder. Und es ist das erste und es ist das letzte Mal, was ich habe dem Covid zu reden in Jiva. Und es sind der Mann, mein Schochen, mein langjährigen Schachen, Dr. Mordechai Schächter,
und seine Besprache. Der Älteste, dass ich hab sich geheschift, sich so reden, noch gelehen zwei Sachen, zwei Artikeln in die Zeitungen letztens, was hat mich bewirkt. Eine ist gewesen, was ich hab gelehnt als zu Shalom Aleichem's Jurzeitprogramm, hat das Enkel Bill Kaufman zu 102 Jahren gehalten an Rede, habe ich beschlossen, als Gott, ich bin noch nicht 102, nur ich bin schon nicht kein Junge, der Vater nur Redner ist, öfter soll ich noch probieren. Nur die zweite Sache hat mich gezwungen, Mama ist gezwungen zu reden, weil ich bin gewesen überzeugt, in dem, als man darf wissen, was Mordgeschichte und Scharnegeschichte sehr besprochen hat aufgetan, was hat euch gesehen von mir und von euch, was sind nicht gewesen auf unser Gas. Seht es euch sitzt in meinen Sekunden sehr mit Modne, ungläubig, Anes, Amischigas, schwer zu sagen, aber es ist fort vorgekommen und wegen dem will ich sich teilen mit euch. Wir waren etliche Wochen zurück in der englischen Zeitung The Jewish Week ist gewinn eine Beilage, was heißt 36 young visionaries, thinkers, social justice advocates, educators, philanthropists, and artists who are reinventing and broadening the Jewish community. Mit uns kriegen 36 junge Leute, was sind ein Jünger von 36, und zwei von den 36 sind in Mordre und Scharnes ähnlich. Nicht nur haben sie den Mund, sie sehen beim Namen, nicht nur haben sie den Mund Jiddisch in der Beschreibung von sie, nur sie haben den Mund eine prächtige Sache. Als wenn die Sprache kommt sich zu neu. Was sie glauben soll nicht sein, retten sie alle zwischen sich auf Jiddisch. Ich habe da geschrieben, meine ganze Sache, ob ich muss da weglegen und reden von Herzen. Wollen wir unheben, Porsche chronologisch. In 1961, nach langer Zeit zurück, sind wir gewesen in die 30er Jahren. Wir haben gehabt, ich, Schickel, haben gehabt drei Sinn und wir haben sich hereingeklippt in ein Haus auf Bainbridge Avenue, kidei zu unsere Kinder sollen kennengehen in der jüdischen Schule, was es gewann an gegenüber auf der anderen Gasse. Bloß davon haben sie mir gewohnt, wohnen dort. Es ist gewesen die größte jüdisch-weltliche Schule in New York mit sehr guten Lehrern, eine große Schule mit 8 Talmiden in den 60er Jahren noch, wenn die Schulen, die jüdische, haben angehoben, so ein bisschen zu verschwinden.
Wir haben geredet Jiddisch in daheim und wir haben gewollt weiter anführen mit Asan Nussach. Wir sind in Demmelt gewesen, weltliche Jiden, und wir haben sich gerufen, Jiddischisten. Ein bisschen mehr wie ein Jahr später hat das zweite Haus gleich neben uns sich verkauft, gelassen verkaufen. Wir haben erzählt, unsere Chavete Bele, Schächter Gottesmann, und sie und ihre Mischproche sind geworden unsere Schreinen. Aber ein Jahr später, in 1963, sind wir weg von New York auf eine Jahrzeit. Und zwei Jahre später, oder drei, in 1965, hat sich gemacht noch ein Haus, etliche Häuser abgerückt von unser Haus. Und damals haben die Schächters sich hereingezogen und wir sind geworden, drei jüdisch redendicke Mischproches mit 10 Kindern, Armenien. Und ich muss sagen, als wenn Mordre und Schane haben sich hereingezogen, ist Demmelt geworden von Bainbridge Avenue, ist geworden Bainbridge-Ivke. Mordre hat gehabt, als Ahaschboi auf uns, als es poschet, nicht zu glauben. Ihr darf verstehen, als die Schächters und die Gottesmann sind gewesen, Brüder und Schwester. Die Fischmann sind gewesen, Schreinen. Und in die Abendjahren, was wir haben gelebt zusammen, kann ich sagen, ehrlich und offen, als wir haben sich kein Mal nicht gekriegt, hat kein Sprach nicht. Die Kinder haben sich gespielt in Dreußen. Und wenn wir haben gehört am Englisch Wort, hat einer von uns geöffnet ein Fenster und hat es gesagt. Und bald sind sie darüber auf Jiddisch. Ich denke, gewaltige Momenten. Der Rücke herum Mordchen. Und ich jetzt, als ich gucke zurück und ich sehe, habe ich gesprochen. Tate und Mama Schächter. 4 Kinder. 16 einiglich. 3 ureiniglich dabei. Ruf ich an die Mischproche, die Schächter Schäfert, der Schächter Schäfert. Es ist mehr wie eine Mischproche. Und ich frage sich die Frage, ich frage sich, Kiseido, jetzt mehr wie wenn es ist früher. Frage ich sich die Frage, wie haben wir das gekannt beweisen? Als wenn unsere Kinder heimtige zu heimt, sollen sich treffen auf der Gas, ist die einzige Sprache, was sie werden reden zwischen sich, ist Jiddisch. 3 Mischproches auf der Gas. Ich bin nicht kein Singer, aber ich muss vorher singen ein Lied. Das ist mir eingefallen, Edel, ich gebibbe. Meine Verwunderung und mein Lob und Dank zu meinen Schochen, Mordgeschächtern
und zu seiner Sprache. Es ist mir die Tag eingefallen. Herr meiste Kinderloch, hört mit Nuss und Euer und Eugen. Ich bin Papa Jachnistach, ist a Kuh geflogen. Das ist Emmes, hat's gewinn. Das ist Emmes, ich hab das. Ich hab das allein gesehen. Ich lass mir auch erzählen, was ich hab gesehen. Wir haben alle gehabt jüdische Lehrer. Wir haben alle sich bekannt mit jüdischen Schreibern, mit jüdischen Lektoren, Redaktoren von jüdischen Zeitungen, Journalen, Verwalters, Organisators von jüdischen Organisationen. Aber wie weit ich weiß, hat kein einer nicht ergreift das, was die Schächter Mischbache hat ergreift. Stellt sich bei mir die Frage, weil ich habe gern gute Lehrer. Nur was ist geschehen? Wenn meine Lehrer sind in ein Heim gegangen, haben sie geredet oder Englisch oder Russisch oder Polnisch. Einige haben geredet mit ihren Kindern auf Jiddisch, aber die Kinder haben nicht geantwortet auf Jiddisch und sie sind nicht umgegangen. Und ob sie angegangen, haben sie sei wie gar nicht gekannt. Ton. Also haben sie gemeint. Es ist gekommen an ein einziger Mensch. Und wir haben gelernt, eine gewaltige Geschichte, was ein Mensch ist fähig aufzutun. Es ist eine Obsession. Es ist eine Liebe, es ist ein Ideal. Was stoppt das an Menschen, so lieb zu haben, die jüdische Sprache? Und die Jeden, was reden die jüdische Sprache? Also er soll kennen beweisen, dass alle seine Kinder sollen auftun, nicht bloß reden Jiddisch, nur leben mit Jiddisch und nicht nur leben mit Jiddisch allein, nur bewirken andere, als sie sollen euch so tun. Wie ist es heint möglich? Ich weiß nicht, ich dachte mir, als damals das nicht gewesen möglich. Wie haben wir das getan? Ihr wisst, dass heint ist bei ihm ist das Schächter Simche. Heint, es kommt vor ein Programm, ein Jiddisch Farm-Programm, was eine von den Schächter eigentlich hat gegründet. Und das ist ein Farm-Projekt, was man lernt sich Farmerei auf Jiddisch. Es ist so noch ein Simche. Heint in der Feier ist nach Tolling nicht da. Heint ist Binyomin nicht da. Euch ein Sohn. Einer ist ein Enkel und Binyomin der Sohn. Binyomin führt heint an mit einem gewaltigen musikalischen Programm mit seinem riesigen jüdischen Chor. Was ist so berühmt, nicht nur in New York, nur in den Sachstaaten über Amerika und in Israel und auch viele in Europa. Das kommt vor Heint. Da waren die Kinder nicht da. Noch eine Sache kommt vor Heint, was wir merken bei Griesen.
als Schande, was es gewesen, nicht gesund, ist Heint gekommen und gesagt, dass sie wird kommen, auch sein krank, sie nicht krank, aber sie wird da sein mit uns Heint, zu lieb ihr Mann, und das ist mich stark, stark gerührt. Und das ist euch als Simche. Heint ist euch da Bele, mein Schreine. Was ist schon ein bisschen älter von mir. Und sie ist euch da. Das heißt, dass alle drei Häuser haben Heint ein Vorsteher bei dem heutigen Beitrag. Das wird sich weiten mit der Zeit. Es ist kommen eine Zeit, wenn die Geschichte von Bainbridge Iffige wird sein eine Legende. Wie ist es möglich gewesen, stellt sich die Frage, zu sein so übergegeben, so aktionistisch, so schäferisch, nicht nur mit jenem Kindern, nicht nur auf zu schreiben und zu forschen und zu bewirken, jenen zu lernen, zu schreiben, zu lernen. Mutter ist gewesen mein Lehrer in Grammatik. Grammatik kann sein ein so trockener Limit, als es unmöglich ist, sich vorzustellen, wie kann man liebhaben Grammatik. Grammatik habe ich gelernt bei ihm, es ist gewesen eine von den der häufigsten Lemuden, was ich habe gelernt. Er hat gehabt Humor, er hat gehabt Wissen, es hat gesprudelt von ihm, als eine Liebschaft, als sitzendig in Klasse. Und ich bin nicht gewöhnt, ein kleines Mädel, ich bin schon damals gewöhnt, eine Lehrerin allein. Sitzen Sie bei ihm in Klasse, kann ich auch gar nicht sagen, was für eine gewaltige, bleibende Überlebung das gewesen. Ich lache euch sagen, was soll. Mutter Schächter hat gehabt eine Teve. Und ich fühle es jetzt, wenn ich stehe und ich nicht war. Als wenn ich schlägt gehen auf eine Lektion von Imitzen und er hat gehört die Lektion, schlägt er sitzen in der letzten Reihe und er schlägt verschreiben. Er schlägt verschreiben die Toisen, er schlägt verschreiben den Dialekt. Er fragt, verschreiben genau, wo er meint, der Mensch, von wann der Mensch kommt, der Jid kommt, von welchem Städtel, von welchem Land. Alles hat er verschrieben. Und ich habe ein Gefühl, als beschäftigt er ist wegen ihm, in seine Schumme sitzt er und ich darf beten bei ihm, Michele, für alle meine grammatikalischen Täuschen. Will ich sich teilen mit euch, weil die Zeit ist kurz. Will ich sich teilen mit euch mit etlichen Bildern, das wird uns ewig bleiben mit mir. Erstens ist Mutter Schächter gewesen, als ein Tiefgläubiger, als viele Dives haben ihn kritikiert und man hat ihn kritikiert und es hat ihm wehgetan, ist er weitergegangen seinen Weg. Die von Reichwurst sind gewesen bei ihm in Sturm. Und es sitzen da etliche, die sind gewesen bei ihm in Sturm. Auch gut sein, Mischbache.
werden gedenken, als wenn man geht da rein in sein Haus. Ist man geht links, man ist ein kleiner Reingang, man geht links, ist da ein langer Tisch und das ist sein Büro. Es ist ein Esszimmer, aber es ist kein Esszimmer. Er ist gesessen bei seinem Tisch mit Kartlach, und auf jedem Kartl ein Wort und ausgesedelt die Kartlach. Das ist gewesen sein Karteltisch. Das meint, als die Kinder haben nicht gekannt, Ausmeiden dem Tatens Arbeit. Gewöhnlich geht der Tate heraus von daheim. Er geht zur Arbeit, er kommt zurück, er ruht sich ab, er sitzt mit der Mischbache, aber seine Arbeit ist seine Arbeit. Mordgeschäftes Arbeit ist nicht gewesen seine private Arbeit. Es ist gewesen die Arbeit von der ganzen Mischbache. Er hat da reingezogen seine Kinder in der Arbeit. Er hat da reingezogen seine Schwester in der Arbeit. Er hat da reingezogen sein Weib, sein Charme ist ständig gewesen mit ihm. Hinter die Kulissen und einmal zwischen, ständig mit ihm bei der Arbeit. Ich gedenke einmal, einmal hat eine von den Schächterkindern, wir sind schon gewöhnt erwachsen, eine von den Schächterkindern ist zugekommen zu mein Haus und gebeten, ich soll reingehen zu sein in den Stub. Was ist? Sie haben sich beklagt von mir, als der Tate 40 nicht so richtig, er versklavt seine Kinder, weil sie dürfen arbeiten, gesehen von ihm und von dem, was er tut. Und jedes Kind hat gehört, der Teine. Die Teine ist öfter geblieben, aber gearbeitet haben sie von Taten, mit den Taten von einem Ideal. Und der Fall, kein Gittel jetzt arbeiten auf dem Wertebuch, was wird da rauskommen, wie wir sagen. Ein neues Wertebuch, was wird Bämis machen, ein größer Hilfig in jüdischen Sprachkreisen. Der Pfarrer kann Benjamin anführen mit seinem wunderlichen Chor und hat Matze-Techter. Die Schächter-Techter, was singen mit ihm. Der Pfarrer kann so der Rochel sein, ein Zeitungs-, ein Journalist, was Wort um mit ihm und was schreibt mit Großfähigkeit in der jüdischen Zeitung. Und der Pfarrer kann Edel, was sitzt in Israel, in Schwarz. Ein Frumme, sehr Frumme, kann sie sitzen und lernen mit Freuen in ihr Zwiebel, kann sie sitzen und lernen Teure. Ihr sollt wissen, dass das Sachmenschen haben sehr moderne geguckt auf uns. Es ist nicht poschet, war Sprache zu sitzen auf der Gas und reden Jiddisch. Und alle sollen wissen, und eine jüdische Schule soll sein auf der anderen Seite. Und die Schule soll nicht sein zufrieden, was die Mischprache an Kern gibt. Die drei Mischprachen reden Jiddisch. Von was soll der Lehrer nicht sein zufrieden? Sie gewinnen Konkurrenz, stell sie vor. Sie gewinnen Isolation. Absonderung. Man darf sich nicht absondern. Man darf sein mit dem Klau, mit der Gruppe, mit allem zusammen. Exklusiv sind wir gewesen. Snobben sind wir gewesen. In die Augen von etlichen Menschen.
Das habe ich nicht gewusst damals. Damals sind wir gewesen, also begeistert. Freitag zu nachts, wir sitzen beim runden Tisch, Tatis und Mamis und die kleinen Kinder, und wir haben gelernt jüdische Literatur zusammen. Speziell gedenke ich Enge Benke, Ingel Singel Chwat, wie jeder eine ist gesessen und hat gelernt. Mordre ist gesessen mit uns beim Tisch, ich will es machen kurz, ich weiß. Mordre ist gesessen bei uns, mit uns beim Tisch, aber noch ein Lernen ist er gewesen auf Spielkes. Er hat nicht lieb gehabt, Social Activity. Samen so sitzen und reden, er hat wichtigere Sachen zu tun. Ist beim Kibbet hat er sich entschuldigt und ist auch weggegangen. Schabbos bei Tag ist Mordre gekommen wie ein Pied Piper, hat umgeklappt in die zwei anderen Tieren, genommen alle Kinder und gegangen in Engebengeland, was ist Van Cortlandt Park, und hat gelernt mit den Kindern, die nehmen von den Gewichsen und die Bäume. Ich habe letztens gefragt, Davidlin, mein Sohn, was gedenkt er wegen dem? Hat er gesagt, ich habe kein Schirm Interesse nicht gehabt in die Großen und in die Gewichsen. Aber ich habe sehr gewollt verbringen mit meiner Frau, manchmal mit meinem Freund. Ich kenne Ausrechnen in sehr Sache, und ich weiß, dass die Zeit ist kurz. Ich weiß, als heutige Zeiten, die aufzuhalten, ein jüdisch lebendigen, ein jüdisch redendigen, ein jüdisch redendigen Zwiebel ist eine Sache schwerer noch, wie sie gewesen in unseren Zeiten. Ob ich weiß, als Mordre ist gewesen ein frommer Jid. Fromm in sein Glauben, als Jiddisch wird leben. Fromm in sein Glauben, in sein eigener Mischproche. Und es geht da rein in Deures, das hebt sich auch mit der Bobbe Lifsche. Und es geht zu den Kleinen, was kommen dazu. Fünf deutsches Schächters in Amerika haben und seinen und werden bleiben und wirken auf andere, auf der jüdischen Sprache. Es ist von mir gewesen, eine Zeit in meinem Leben, was ich will keinmalisch vergessen, die Kinder werden das keinmalisch vergessen. Und ich will ausdrücken ein Lob und ein Dank, was der Rabbinische Leulam hat uns gegeben als Angelegenheit von knapp 40 Jahren zu kennen aufbauen beim Brzezewke, was es schon jetzt zurückgeworden beim Bridge Avenue. Einen schönen Tag. Der einsame Held, der schmachtet und schmachtet.
bekennt, der Kranker, der einsamer Held. Jetzt zieht sich von Hündeln der Winter in wilder, in höllischer Macht. Jetzt zieht sich von Enden der Heuschrecht die schwarze, die ewige Nacht. Jetzt zieht sich von Enden der Heuschrecht die schwarze, die ewige Im Namen von Ivo will ich euch begrüßen und danken, dass ihr seid gekommen. Es ist ein bisschen schwer zu reden, noch als ein Programm, noch Anthony Russell, noch Gerle Fischmann, noch Shmuel Kassow. Jetzt will ich reden, gobe Kitzer und nicht proben, sich mit sie konkurrieren. Aber nur jedes Jahr fallen mir ein dieselbe Gedanken in Scheiches mit Mordechai Schechter, also er fällt uns sehr aus. Also hat gehabt ein gewaltiger Spur, nicht nur auf seine Sprache und auf seine Schreinen, nur auch auf seine Talmiden, wo ich bin einer von sie. Ich habe sich bekannt mit ihm sehr spät, ich bin gewesen schon über 20 Jahre alt, aber sein Spur fühle ich bis zum heutigen Tag. Gott, ich bin nicht aufgewachsen in seinem Zwiebel. Und ich habe nicht so viel, als wenn er ist da, wollte er hat größer Hanoi von dem Programm, von der Heintiker, und als das ist ein Passiker öffnen sich der Mann in ihm. Und ich meine, es ist euch passig, als Mamesh Dietegi ist er euch seine neue Nummer jüdische Sprache, was das ist seine Arbeit. Ich habe Tage
herausgegeben, aber der ganze Nummer ist von seiner Hand. Er hat zu neu gestellt, er hat angehoben zu redaktieren und so weiter. Ist er solch ein Passage geholfen, gedenken ihm, das kann man rechnen, ist sein letztes Werk. Ich hoffe, dass ihr wird mal gucken in Dresden und öfter viele kaufen. Und was noch können wir zugeben? Als wieder einmal ein Dank, was Sie sind gekommen. Und lassen wir in Geist und Mordgeschichte weiter reden Jiddisch und weiter sich freuen mit Jiddisch. Ein Dank.